Der Tag nach der Pride. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Vlog 2 hier unseres Disneyland Paris Trips. Oh, was soll ich sagen, wir haben ein bisschen länger geschlafen, es ist jetzt schon nach 11. Aber wir waren ja auch erst spät im Bett und das Wetter ist wunderschön. Wir sind ein bisschen müde und haben uns heute mal gegönnt, auch im Village zu parken. Das muss man natürlich bezahlen, aber wir bleiben hier eh nicht so lange. Es ist ja wie gesagt gerade 11 Uhr. Wir bleiben so bis 3 oder 4. Wir haben wieder wunderschönes Wetter, strahlenden Sonnenschein. Und was wir heute machen, wir haben keine Ahnung. Wir haben gerade diskutiert, wo wir Mittag essen. Wahrscheinlich Cowboy Cookout. Ich hätte irgendwie Bock auf Waffeln. Mal gucken. Natürlich Fotos. Aber es soll heute wieder super voll sein. Daniel hat heute Morgen zu uns gemeint, es gab wohl auch keine Jahreskartentickets mehr, Reservierungen. Also Attraktion wahrscheinlich nicht. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel, I feel, I feel, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Ja, die Brina holt sich heute eine Zuckerwatte. 5 € mit Jahreskarten. 5 € und 4 € mit Jahreskartenrabatt. Da ist sie. Ihr Frühstück heute. Für Bilder. Ja, was man nicht alles tut für Bilder. Wir kaufen ja auch sonstige Snacks. Fantasyland. Vlogs ist mir tatsächlich auch mal aufgefallen, dass ich euch so wenig vom Park zeige und immer nur mein Gesicht und wie ich rede und euch Tipps gebe, das ist ja auch in Ordnung.
Aber ich mir ist aufgefallen, ich zeige euch viel zu wenig den schönen Park. Deswegen in den letzten zwei Vlogs habe ich mir vorgenommen, euch mal Eindrücke aus dem Park zu zeigen. Und ich denke, das ist mir für den Anfang ganz gut gelungen. Man vergisst es halt ein bisschen, wenn man hier so rumläuft. Aber es ist ja wirklich ein wunderschöner Park. Hier vor allem gerade im Adventureland gewesen. Es ist so schön, es ist so ein richtiges Urlaubsfeeling bei Pirates of the Caribbean. Genau. Ja, ich war jetzt gerade im Pirate Shop was nachgucken und gehe jetzt wieder zu Brina. Nina sollte auch demnächst wiederkommen. Und dann gehen wir wahrscheinlich zum Cowboy Cookout. Wir stehen hier im Frontierland und da ist das Theater, das Frontierland Theater. Und hier direkt gegenüber gibt es hier diese Achai oder Achai Bowl. Ich weiß nicht, zum Frühstück. Wir probieren sie jetzt heute nicht. Es gibt mit Blueberries und Cornflakes. Wir gehen ja nicht Mittagessen, aber beim nächsten Mal vielleicht. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, gibt es jetzt hier für 5 Euro. Ansonsten gibt es ja noch ein bisschen Popcorn und so. Ja, ich denke mal, das ist eine gesunde Alternative. Hier gibt es auch noch andere Sachen, und zwar das Simba Sandwich. Das ist auch sehr, sehr lecker. Ist zwar teuer mit im Menü, aber mit Cola und Chips und so kann man das ja machen. Also das kann ich auch ganz klar empfehlen. Und ja, kostet 8 Euro nur dieser Croque-Monsieur, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und im Menü finde ich das einen besseren Deal. Und also das probieren wir auf jeden Fall demnächst mal. Ich wollte es tatsächlich doch probieren, diese Achai Bowl, weil ich sowas schon gerne mag und ein Fan davon bin und dachte, komm, probier's mal für euch. Und ich habe mich angestellt und habe gesagt, ne, ich möchte eine Bowl, und dann geht er dann weg. Erstmal hat er komisch geguckt, der Mitarbeiter, und dann hat er mir diesen Früchte-Mix, also das war so pürierte Smoothie fast schon, hat mir so ein bisschen abgefüllt und gesagt, ich soll mal probieren. Ich schon so, okay, sah erst aus wie Kakao oder Kaffee, ist so okay. Und dann habe ich probiert und dann habe ich gemerkt, das ist halt so ein Smoothie-Früchte-Mix. Und er sagte, und es, also er so nach dem Motto, ich soll mich dazu vergewissern, dass es schlecht schmeckt. Ja, habe ich dann probiert. Und es war tatsächlich so ein bisschen wie so ein schlechter Smoothie, der nicht gekühlt war. Es war auch nicht gekühlt tatsächlich, muss ich sagen. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie es nicht kühlen, weil es ist ja auch heiß. Und da habe ich dann genippt und gesagt, ja, es schmeckt nicht, weil es hat halt wie abgelaufener Smoothie geschmeckt. Ja, habe ich natürlich ja nicht gekauft. Komische Story, muss ich sagen, jetzt schon wieder hier aus dem Disneyland. Ja, wir haben jetzt doch die Pläne verworfen, wo wir gerade bei Cowboy Cookout sind und nur kurz wegen dem Smoothie gucken gegangen sind, weil wir auf Nina warten wollten. Und Nina hat sich doch dazu entschieden, zu Toads zu gehen, Fish and Chips. Aber ich habe heute echt keinen Bock auf Pommes. Hier isst man eigentlich gefühlt immer nur Pommes. Nee, ich mag Pommes, aber dann doch lieber die McDonald's Pommes, muss ich sagen. Mit ihr isst die McDonald's Pommes oder die Burger King Pommes? Zwar voll off-topic jetzt gerade, aber könnt ihr mal gerne unten kommentieren. Ob ihr die Burger King Pommes oder die McDonald's Pommes lieber mögt. Brina? Wir haben zwei Burger King. Und bei uns ist der eine Burger King ein Burger King und der andere so ein Franchise Burger King. Und der hat andere Pommes. Die mag ich nicht. Aber ansonsten würde ich die originalen Burger King Pommes bevorzugen, weil ich mag auch die Maccas Pommes gerne. Also ich bin bei Maccas. Auf jeden Fall gehen wir doch zu der Marionette, zu der Pinocchio, wo wir letztes Mal eigentlich schon waren. Also für euch nichts Neues eigentlich, aber trotzdem, oh, da ist Timon und Rafiki. Jetzt gibt es hier doppelte Meet and Greets irgendwie. Ich flip aus! Da vorne gab es Goofy und Minnie zu zweit in ihrem Cowboy-Outfit. Die Schlange ist auch dementsprechend. Ja, und hier ist gerade... Machen wir kurz vorbei hier. Timon und Rafiki zusammen. Ist natürlich cool, so Doppel-Meetup. Also ist schon richtig cool, aber ja, dementsprechend warten viele Leute. Und wir haben Hunger. Deswegen geht's jetzt zu Pinocchio, weil ich habe richtig Bock auf diesen Laugen-Hotdog, den Brina letztes Mal hatte. Warum essen wir denn keine Knotschis? Können wir schon zum Pinocchio gehen? Ja, gibt's nicht. Naja, so, mal gucken. Vielleicht haben wir danach noch Zeit für ein Meetup, aber ich glaube eher nicht. Hello everyone, Jafar. Hello. Whoopie-doo. Friend like. Ja, Brina hatte ja beim letzten Mal schon die Curry, Laugen, Bratwurst, was auch immer. Hat mir richtig gut geschmeckt, deswegen heute auch mal für mich. Dazu die gesunde Variante mit Salat und eine Cola. Normalpreis 14 Euro mit Rabatt 11,90 Euro.
Ja, also die Marionette bei Pinocchio ist immer ein Besuch wert. Irgendwie haben wir das vorher nie so auf dem Schirm gehabt, dass es da leckeres Essen gibt. Brinas Brathähnchen war sehr lecker. Meinen Hotdog habe ich ja letztes Mal schon bei Brina probiert. Sehr, sehr gut. Also klare Empfehlung, gar nicht so teuer. Viel Platz zum Sitzen, draußen so auch wie drinnen. Also kann man auf jeden Fall mal machen. Wir gehen jetzt gleich erstmal noch einen Dole Whip suchen. Ich habe nämlich kein Dessert bei meinem Menü dabei. Und ja, bei dem Wetter kann man sich auch einen Dole Whip gönnen. Und dann gehen wir tatsächlich schon langsam nach Hause. Es ist immer so schön hier, wenn man sich so einen Dole Whip holen kann. Man kann hier so schön sitzen. Und dann kommt man hier an und ja, andere Refurbishment. Alles zu. Toll, bei dem schönen Wetter kein Dole Whip. Düdüm. Euch interessiert auch immer brennend, was es für Ohren gerade hier im Park zu kaufen gibt. Deswegen bin ich jetzt gerade im Emporium. Im Emporium bekommt ihr die meiste Auswahl an Ohren. Und jetzt seht ihr hier mal, die kosten alle 23. Jetzt sind wir auf die andere Seite. Gibt es noch diese Einhornohren mit Schleier. Die kosten auch 23. Hier gibt es die Mickey Sorcerer Ohren und die silbernen Schloss. Die Standard-Mini-Ohren, die Glitzer-Ohren, Standard-Ohren und hier sind noch die Simba-Ohren, die Marie-Ohren, ich komme gerade nicht rum, und Plain-Mickey-Ohren, also ohne Schleife. Ja. Genau. Die Simba- und Mini-Marie-Ohren kosten 17 Euro. Die Avengers Campus T-Shirts gibt es auch immer noch. Also ich weiß nicht, ob sie genug auf Lager haben oder sie nicht so begehrt sind. Ich finde jetzt hier keinen Preis dran. Sorry. Ich suche. Da. 20 Euro für das Graue. Und auch das Weiße gibt es auch noch. Mir gefallen sie überhaupt nicht, aber das kostet auch 20 Euro. Gibt es noch genug hier im Emporium. Yeah.
Ja, wir haben heute gar nicht so richtig die Show geguckt. Ich habe sie gerade nur am Straßenrand so ein bisschen gesehen und mitgefilmt. Und wenn ich jetzt überlege, ich werde schon so langsam wehmütig, wie oft ich sie eigentlich nur noch sehen kann. Nur noch bis Ende September eigentlich. Das heißt nur noch drei Trips? Nur noch drei Trips, also Juli, August, September. Ja, wahrscheinlich, aber August, September wird nur ein Trip bei mir. Ende August, ja. Es ist schwierig in den nächsten Monaten mit Terminen. Müssen wir mal gucken. Im September fliegen wir schon, Schätzelein. Ich muss ja noch mit meiner Freundin noch kommen, mit Daria. Haben wir auch noch nicht entschieden, wann wir kommen. Ob Ende August oder Anfang September. Ja, deswegen bin ich schon ein bisschen wehmütig, wo ich heute die Show gesehen habe. Dachte ich, ach, so oft siehst du sie gar nicht mehr. Also sie ist wirklich sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr auf jeden Fall nach der Christmas Season wiederkommt. Ja, und das war's auch schon für unseren Trip hier. Wir gehen jetzt zum Auto, zum Parkplatz. Wir haben ja im Village geparkt, deswegen müssen wir nicht so weit laufen. Und wie gesagt, das nächste Mal sind wir wahrscheinlich im Juli hier zum Avengers Campus. Aufregend. Wieder was Neues erleben, was ganz Neues. Das heißt, es wird auch ein bisschen spannender dann wieder in den Vlogs. Bin sehr gespannt auf die Snacks und auf die Attraktionen und wie es da aussieht. Nähere Informationen bekommen wir ja wahrscheinlich nächste Woche, wie es mit den Jahreskarten aussieht. Also mit den Previews zu den Jahreskarten. Da mache ich dann ein neues News-Video wahrscheinlich nächste Woche. Aber das Video kommt ja unter der Woche. Das heißt, es kann sein, dass das News-Video tatsächlich schon online ist. Ist gerade ein bisschen verwirrend alles mit dem Hochladen der Pride etc. Ja, nächste Woche sind wir auf jeden Fall im Eifelpark und auch im Efteling. Feiertag, Frohen Leichnam, Eifelpark und am Wochenende dann im Efteling. Mit Brina, ihrem Freund und meiner Freundin zu viert. Und ich freue mich sehr. War bisher nur... Und in den Safari-Park gehen wir am Sonntag auch. Samstag Efteling, Sonntag Safari-Park. Ich war bisher ja nur einmal im Efteling, damals mit meiner Freundin. Jetzt zusammen mit Prina und ihrem Freund. Das wird super. Ja, ich hoffe, ihr seid dann nächste Woche wieder bei uns dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!